Let's Play Resident Evil Fail bei Kein Plan Gaming, Folge Nummer 2. In der letzten Folge ist alles schief gegangen. Alles. Und ich sammle Sachen auf, während du redest. Ja, es gibt gar nicht mehr viel, was ich erzählen könnte. Aber wir wurden mehrfach von Krähen getroffen, obwohl es unnötig war. Wir wurden von Lickern getroffen, obwohl es unnötig war. Und Tagebuch der Sekretärin. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen im Oberschloss bewegt, als ich mich dagegen gelehnt habe. Als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Das ist dasselbe, was wir... Ich schwöre, hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Situation Statuen bloß nie wieder zu anzurühren. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. 7. April. Ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist, wo er die ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. Ja, die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt, wenn wir diese Sachen jetzt hier schon kennen, ne? Ja. Sollen wir die dann nochmal vorlesen jetzt? Also, wenn wir die schon kennen, eigentlich eher nicht, ne? Dann würde ich sagen, überspringen wir das jetzt hier. So. Das kennen wir schon halt aus dem Klärdurchlauf, deswegen. Das war lame. Hier mit Schlüssel und da vorne war, glaube ich, noch ein Farbband bei der Schreibmaschine. Da ist eine Kiste. Oh, guck mal, ja, ob da was drin ist. Vielleicht ist da irgendwie ein Highspray oder so drin. Das wäre auf jeden Fall gut. Das nervt mich, dass er sich jetzt wieder so festhält. 3 Stück, sehr gut. Dann können wir ja... Eins mitnehmen? Ja. Das Messer erstmal wegpacken. Oder? Ja. Hier, willst du jetzt nochmal abspeichern oder nicht? Ja. Sicher? Ja, will ich. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut überstehen, dieses Let's Play. So, dann ist die Farbbinder. Pack die Farbbinder in die Kiste, oder? Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Für dich ist es was? Eine Qual. Das zu spielen? Ich dachte, macht das Spaß. Ich habe immer gedacht, dir macht das Freude. Hier? Ja. Sind wir wieder in dieser Galerie, erinnerst du dich vielleicht nochmal? Dran erinnere ich mich. Ich höre was. Ja, das ist wahrscheinlich da wieder im Mittelteil. Einfach geradeaus weiter. Aber Alter. Zombie, keine Licker, ne? Klingt wie ein Zombie derzeit, ja. Weil die kann ich ja nicht töten. Hier kannst du die Leiter schon mal runterlassen. Ja. Soll ich dann runter oder weiter da rumgehen? Ich würde da weiter rumgehen. Okay. Erstmal gucken, was das ist und das platt machen. Da ist er. Runterzielen. Ja. Wir müssen hier tot sein. Ja, ich bin über. Da ist noch einer. Da ist er schon. Oh Gott! Lauf! Ah! Wie er da steht, ey, wird nichts machen. Warum hörst du eigentlich immer auf zu schießen, wenn die taumeln? Weil ich denke, vielleicht fällt er um. Da ist ja noch einer. Tatsächlich. Ach, oh, jetzt warte ich hier aber. Nimm vielleicht ein Kraut, was du noch dabei hast. Oh, und nachladen kannst du auch schon. Ja, wir haben ja Zeit. Mann, ja, ich wollte das Spiel jetzt auch so zack durch, zack die Bohne, aber wenn ich da schon wieder die ganze Zeit nur am Rumsterben bin, geht's halt nicht. Dann muss ich halt da stehen und warten, bis die Zombies kommen. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob in diesem blöden, einen dieser Kofferräume eine Schrotflinte war. Ich höre nichts mehr. Der steht, der wartet genauso wie du, der denkt sich, fuck that shit.
I ain't going there. Kann ich auch so rumlaufen? Nee, leider nicht. Hier ist Ende? Ja. Ich glaub's mir doch, wenn ich's dir sage. Nee. Okay, stimmt. Die Kamera ist aber auch so fies, ey. Jetzt geht da hin. Komm. Oh Gott, dieses Spiel, ey! Alter! Oh Scheiße, lauf zurück! Nein! Meinst du, die sind tot? Da läuft was aus, ja. Scheint tot zu sein. Bitte, wie viele sind hier denn? Echt krass. Ja, sind alle tot. Das ist echt krass, oder? Den hat man nicht mal gehört. Oh, davon ist irgendwas. Das ist was Rotes, ne? Die brauchen wir für unten, für diesen Teich. Das können wir gleich erledigen, wir sind ja gleich hier. Genau. Also mussten wir tatsächlich an denen vorbei. War jetzt nicht irgendwie umsonst. Du kannst an denen ja auch hier nicht vorbeilaufen. Das geht hier nicht. Nee, das geht nicht. Aber wir haben ja eigentlich recht viel Munition vor Anfang an bei ihm hier jetzt gehabt, ne? Das ist ja echt aber nett, ne? Mal gucken, wie lange die hält, ne? Ach so. Das ist die Frage. Hast du da wieder ekligen Süßstoff drin? Das darfst du nicht verraten. Jetzt wissen alle Leute, dass ich in meinem Kaffee Süßstoff hab. Anna hasst es, dass ich süße Sachen in meinen Kaffee mache. Wie trinkt ihr euren Kaffee? Das würde mich auch interessieren. Bin ich der Einzige, der sich Süßstoff reinmacht? Wahrscheinlich. Ich habe es mit Stevia versucht, aber das war echt eklig. Nichts für mich. Weil wenn man Stevia drin hat, dann kommt die Süße irgendwie so nach. Das ist ganz komisch. Wow! Ja, nice. Was für ein Schlüssel ist es denn? Es ist der Peak-Schlüssel. Sieht peakmäßig aus. Formt wie das Peak auf einer Spielkarte. Was ist das eigentlich für einer? Ein einfaches Schloss. Den würdest du schon kennen, wenn wir jetzt Resident Evil 1 mit Chris gespielt hätten. Weil da ist es auch so. Wo willst du jetzt hingehen? Das weiß ich nicht. Das wollte ich dich jetzt fragen. Wohin? Ich weiß es ehrlich gesagt auch. Ich muss dazu sagen, ich hatte mit Figur 1 hätte ich das schon öfters durchgespielt. Aber den zweiten Durchgang habe ich in meinem ganzen Leben durch nur einmal gemacht. Gott. Geh mal da rein. Versuch mal da reinzugehen, ob wir da reinkommen. Von der anderen Seite verschlossen. Hier unten? War da bei diesem Computer was? Haben wir da schon geguckt? Nee. Vielleicht liegt da Munition, Farbbänder, okay. Ist ja auch eine Schreibmaschine, glaube ich. Oder liegt hier vorne was? Hier vorne liegt was. Ja, da liegt was. Ne, jawoll. Was geht? Schrotgewehr. Mitnehmen, natürlich. Also, hat die Farbbänder sind da auch. Kannst du am Computer was machen? Ja. Ja, weiter. Verschließe Flottiere. Wir brauchen eine Schießkarte. Also ein Card Key. Okay, haben wir noch nicht. Dann nehmen wir. Wollen wir das Farbband mitnehmen oder wollen wir es erstmal hier lassen? Wir kommen hier sowieso nochmal hier vorbei. Ah, gute Idee. Dann okay. Lassen wir es einfach dann hier und nehmen es dann mit. Gute Idee. Dann würde ich sagen. Ja. Lass uns mal. Warte. Ja. Lass uns jetzt vielleicht mal, weil wir den Bereich schon kennen, hier die Leiter hochgehen und dann in die Doppeltür. Dann kommen wir in diese kleine Bibliothek. Und da können wir vielleicht dann noch ein Rätsel machen und kriegen noch ein wichtiges Item oder sowas. Und dann können wir uns von da aus, wenn wir Glück haben, vielleicht an dem Stars-Büro vorbei, in diesen einen Speicherraum unter der Treppe vorarbeiten. Du weißt es nicht, ne? Wir sind ja so oft lang gelaufen, Mann. Die Leichen sind weg. Hier? Elektronisch verriegelt. Blieb
Bibliothek, okay. Oh. War hier unten noch eine andere Tür, wenn du jetzt hier runterläufst? Nee. Oder war da nur... Hier war keine Tür mehr. Okay, ja gut, dann müssen wir nach unten. Ja, dann ist es ziemlich eindeutig. Nee. Dass wir nach unten müssen, ist aber eindeutig. Ja. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Das ist so toll. Gibt's ja gar nicht so alles zu. Wir haben hier noch 3 Türen, wo wir hingehen können. Hier? Also nicht nur hier, wir könnten... Hier hin? Die war eben schon verriegelt, weiter runter. Hier hin? Da würde ich reingehen. Oder wir können auch nach draußen gehen und gucken, ob da Items liegen. Oh oh. Elektronisch. Oh Gott. Ja, lass uns mal nach draußen gehen. Was für eine Tür gibt's denn noch? Gibt's nicht noch eine andere? Doch. Hier, ne? Ja, da musst du aber erstmal jetzt hier hochgehen. Hier hoch? Nein! Unten, wo du eben warst. Ist in diesen Perspektiven auch wirklich schwierig, irgendwie zu koordinieren, wo du hingehen sollst. Jetzt links, da ist eine andere Tür. Wahrscheinlich ist die auch verschlossen. Krass! Jede Tür, die ich will, ist verschlossen. Wir können nur in die. Okay. Mach. Oh Gott. Wo soll ich hin? Nach unten von mir aus. Dann da ist eine Treppe links. Geh da mal runter. Wo waren wir hier mit Claire? Ich glaub nicht. Kannst du mir hier durchlaufen, ob hier irgendwas ist? Hier ist nichts, oder? Oh Gott. Lauf da mal hoch. Wenn jetzt hier nichts ist, dann kannst du direkt wieder runtergehen. Ja, geh da direkt wieder runter hinter dir. Ha, wo könnten wir denn jetzt noch hin? Wir könnten jetzt nochmal in diesen Krähengang gehen und dann da dieses kleine Treppenhaus runterlaufen. Ja, okay, dann machen wir das. Müssen wir wieder an den Lickern vorbei. Und jetzt hier rechts durch die Tür. Ja. Auf dem Friedhof, da wollen wir nicht gucken gehen. Nee, das ist nur so ein kleines Beet und da ist eigentlich nichts. Ja, wir haben ja wirklich keine andere Wahl, als da nochmal zurückzulaufen, weil hier ist ja wirklich alles andere zu. Fuck. Aber es ist auch ganz praktisch, weil wir haben jetzt die Schrotflinte. Wir haben zwar jetzt nur 5 Schuss dafür, aber mit der Schrotflinte können wir jetzt die Licker ja platt machen. Ja, meinst du, ich treffe die dann auch? Wenn ich weiß, dass ich nur 5 Schuss habe. Hase. Hase. Das kann's knicken. Das muss jetzt funktionieren. Das waren 2. Das war nicht einer. Das waren 2. Du musst das jetzt einfach machen. Die waren jetzt direkt hier, ne? Nee, hier noch nicht. Eine weiter. Manche Sachen muss man einfach machen. Do it! Also, erstmal auswählen. Und das wird jetzt das fulminante Finale dieser Episode. Ob Anna das packt? Nein. Doch, 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 doch. Runterzielen? Okay. Nein! Jetzt! Noch nicht, noch nicht. Also, du musst... Erstmal sehr gut. Und dann musst du dir merken, wenn die aufspringen, diese Animation, wenn die hochhüpfen, sind die unverwundbar. Habe ich ja schon mal gesagt. Dann nicht schießen. Hast du schon mal gesagt? Habe ich schon mal gesagt. Wie es jetzt hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Tschüss.